Die Welten sterben, wenn sie nicht im Lichte sind und nicht auf der Wahrheit gegründet sind. Wenn sie nicht die Liebe in sich tragen, wenn die Hoffnung der Menschen aufs Materielle ausgerichtet ist, auf das Oberflächliche, auf das Kollektive und nicht auf das Persönliche, Innere, Wertvolle, auf das Fleischliche und nicht auf das Geistige. Deshalb ist diese Welt verdammt und verflucht. Und die Generation wird vergehen und sterben. Und alles wird vernichtet. In den Prophezeiungen aller Religionen und aller Kulturen, bis hin zu den Indianern, wurde vorausgesagt, dass das passiert. Und die Naturmutter, Natur, hat gesagt, sie sehnt sich, die Befreiung zu erleben. Die Tiere, die Pflanzen, durch den Mund von Jesus aus Nazareth, den Meister des Lebens und der Liebe, hat er gesagt, sie sehnt sich danach, befreit zu werden. Wir leben in den Tagen dieser Befreiung. Das Alte stirbt, wie die Hülle, wie der Spreu, der den Samen umgibt oder auch nicht. Man merkt es ja nicht, ob ein Samen in der Hülle ist oder nicht. Sie muss sterben, die Hülle. Sie muss vergehen. Das Oberflächliche, Materielle, das Fleischliche, das Weltliche, das Irdische und das Spirituelle, Geistige, die Liebe selbst persönlich, wird erwachen in den Menschen und ein neues Leben möglich machen. Für jeden, der bereit dazu ist und sich ändert, zu sich findet, in sich die Quelle entdeckt, den Berg besteigt und die Liebe in sich aufnimmt und weitergibt, mit der Natur Frieden schafft und nicht mehr tötet und Totes isst, sondern lebendig bleibt und das Leben schätzt und wertschätzt bei anderen. Das wird jetzt passieren. Und die, die heute noch denken und glauben, dass sie die alte Welt wieder zurückbekommen, den sage ich ganz sicher, von Herz zu Herz, von Kopf zu Kopf, es wird nie passieren. Es wird schlimmer und schlimmer. Und am Ende wird alles vergehen, vernichtet sein. Und ein neues Reich wird entstehen. Das Friedensreich Christi. Gegründet, begründet durch den Geist Gottes. In diese Welt gebracht durch Jesus aus Nazareth. Jeschua, den Meister des Lebens und der Liebe. Den Bruder, den großen Bruder. Und nicht diesen Big Brother, der bald in diesem Feuer brennen wird, was hier auf der Erde entfacht ist und nicht aufhört, bis alles verbrannt und alles vertrieben ist, was dunkel und böse ist, was ungerecht ist und was mit Hochmut und mit Gottlosigkeit getrieben ist. Es wird ein neues Reich entstehen, schon sehr bald. Den Tag und der Stunde wissen wir nicht. Nicht mal die Engel wissen es. Aber der Vater im Himmel gibt das Kommando. Und die Liebe wird hier entfacht und das Licht wird aufgehen und alles Dunkle wird verschwinden. Auch die Schattenregierung und jeglicher Schatten, persönlich oder kollektiv, wird nicht mehr lebensfähig sein. Die Dämonen, die Fürsten, die Baronen, die Könige der dunklen, unsichtbaren Welt, in der Astral- und Mentalwelt, in der irdischen Welt, in den Menschen, dessen Herzen tot und kalt sind und dessen Gewissen gestorben ist. Die Seelen werden befreit und die Tote werden auferstehen. Aus dem Staube werden sie sich erheben. Durch die Liebe, durch den Hauch Gottes, durch den Geist Gottes, durch den Tau, der über die Erde kommt und wie jede Pflanze bewässert wird und zum Leben durchdringt, so wird auch dieses Mal das Leben durchdringen und in die Herzen gelangen. Und die, die sich nach innen gerichtet haben und in sich die Quelle und das Leben gesucht haben, die Frieden gestiftet haben, die Buße getan haben und die Früchte ihrer Buße gebracht haben, die Werke vollbracht haben, werden an diesem Friedensreich teilhaben. Alle anderen werden in die ewige Verdammnis verbannt, hier auf Erden, unter uns, bis sie sterben und nicht wieder zurückkommen. Sie werden dann dahin gehen, wo es Zähne knirschen und heulen gibt, ohne Anfang und ohne Ende, bis jegliche Dunkelheit aus der Seele vertrieben und bereinigt ist, im freien Willen, denn dieser ist heilig. Und die, die sich bewährt haben, werden erleben, wie die Sonne aufgeht, die geistige Sonne, wie der Frieden in diese Welt
hineinkommt und die Gerechtigkeit sich einstellt, wie die Herzen sich verbünden und zu einer Familie werden, zu der Familie der Kinder Gottes, und werden das Reich Christi hier aufrichten und 1000 Jahre feiern und herrschen und sich gut tun, einander gut tun und die Liebe und das Leben wertschätzen. Das spricht der Geist durch mich, der Heilige Geist. Der Geist, der vom Vater gekommen ist, in Jesus Christus in diese Welt gebracht wurde und jetzt in uns den Engel in Menschengestalt, den Wanderer, Pilgrime, die ohne Zuhause sind, die ohne Unterstützung sind. Wir sind verbunden mit der Quelle und sprechen aus der Quelle die Wahrheit. Deshalb warnen wir euch, liebe Brüder und Schwestern, tut Buße, bekehrt euch zu der Liebe, denn unser Gott ist die Liebe und sonst akzeptieren wir keinen Gott. Und im Friedensreich Christi hier auf Erden wird die Liebe herrschen und die Liebe zu der Natur wird wieder in die Herzen gelangen und die Angst und den Hass vertreiben, der uns dazu bringt, Fleisch zu essen und Tiere zu töten und einander zu verfolgen, miteinander Krieg zu führen und Mauern und Zäune zu bauen und Festungen und Häuser mit Ziegelsteinen und Betonwänden, die uns voneinander trennen und uns krank machen. Sie werden uns vereinen, diese neuen Energien, die von der Erde aufsteigen und denen gegeben werden, die sich bewährt haben, die überwunden haben, die die Liebe wiedergefunden haben und der Vergangenheit den Rücken gekehrt haben und alles verbrannt haben, geläutert wurden und für rein empfunden wurden. Wir, die 144.000 Überwinder, Kinder wie jeder von uns, aber überwunden durch Schmerz und Leid, in der Gerechtigkeit geblieben, im Hier und Jetzt geblieben und die Liebe nie aufgegeben, sind vom himmlischen Vater als seine Söhne angenommen worden und mit der Vollmacht ausgestattet, damit wir diese Welt in Frieden führen und leiten und die Herzen der Menschen vereinen. Das war das Wort von oben aus der himmlischen Welt, aus der Engelswelt und der Welt unseres Gottes, der Liebe, in jedes einzelne Herz eines jeden Menschen dieses Planeten. Amen.